Hallo, in diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie Sie mit TimeSensor Legal eine RVG-Abrechnung erstellen. Hierzu legen wir ein neues Mandat für Claudia Dietrich an, indem wir unter Adressen Mandanten Claudia Dietrich in der Liste lokalisieren, ihren Datensatz doppelklicken und dort unter Mandate mit der Plus-Schaltfläche ein neues Mandat erstellen. Unter dem Reiter Rechnungslegung findet sich die Option für die Auswahl der RVG-Abrechnungsart. Mit kein RVG kann die RVG-Abrechnung abgeschaltet werden. Je nach Gültigkeit der entsprechenden Gesetzesnovelle für das Mandat wählt man sonst RVG 2004 oder RVG 2013. Zurück auf dem Reiter Überblick ist der Gegenstandswert eine wichtige Eingabe für das Mandat und die RVG-Abrechnung. Wir geben hier zum Beispiel einen Gegenstandswert von 30.000 Euro ein und speichern das neue Mandat ab. Im Dossier von Claudia Dietrich taucht nun unter den Leistungszeilen die Schaltfläche RVG Plus auf. Mit dieser wird der Dialog RVG Gebührenkalkulation aufgerufen. Hiermit werden RVG Abrechnungszeilen erzeugt, die später als Block in die Leistungszeilen des Mandats von Claudia Dietrich eingefügt werden können. Ich will Ihnen nun die Bedienelemente des Dialogs RVG Gebührenkalkulation zeigen. Der Dialog besteht aus mehreren Teilen, einem Suchfeld, der Auswahlhierarchie, dem Detailbereich und den Abrechnungszeilen. Im unteren Bereich befinden sich noch einige Schaltflächen für weitere ausführbare Aktionen. Die Auswahlhierarchie ist nach den Paragraphen des RVG-Gesetzes in Abschnitte und Ziffernkreise geordnet. Einzelne Abschnitte können auf- und zugeklappt werden. Durch Einfachklick auf einen Hierarchieeintrag werden dessen Details im rechten Bereich des Dialogs dargestellt. Mit Klick auf das Werkzeugzahnrad können Sie auch jederzeit die gesamte Hierarchie zusammenfalten oder erweitern. Durch Eingaben in das Suchfeld können Sie in der gesamten RVG-Hierarchie eine Volltextsuche durchführen. Beachten Sie, dass der erste gefundene Wert ausgewählt wird. Mit dem Ankreuzfeld Automatisch falten bestimmen Sie, ob nach einer Suche die Hierarchie automatisch so gefaltet wird, dass nur die Einträge mit einem Suchergebnis offen bleiben und alle anderen zugefaltet werden. Die Anzeige unter den Navigationsflächen zeigt an, wie viele Abschnitte und Ziffern im RVG gefunden wurden. Mit den Navigationsbuttons kann man zum letzten, vorherigen, nächsten und ersten gefundenen Eintrag navigieren. Bitte beachten Sie, dass bei der Volltextsuche auch Kapitalüberschriften und Vorkommen im Gesetzestext gefunden werden. Mit der X-Schaltfläche im Suchfeld können Sie das eingegebene Suchwort löschen. Für das weitere Vorgehen schalten wir Automatisch falten wieder aus und falten die gesamte Hierarchie wieder auf. Ich zeige Ihnen nun, wie Sie eine Abrechnungsziffer aus der Hierarchie in die Abrechnungszeile des RVG-Dialogs übernehmen können. Durch Einfachklick wird zum Beispiel die 2300 Geschäftsgebühr im Detailbereich angezeigt. Im Kontext mit der Abrechnungsziffer werden im Detailbereich bestimmte Informationen angezeigt. Einige davon können geändert werden, andere sind fest vorgegeben. Wir ändern hier den Gebührensatz auf den Höchstsatz von 2,5. Bei Klick auf den Plus-Button werden die Detailangaben des Dialogs, egal ob geändert oder nicht, in eine RVG-Abrechnungszeile in der Listbox unten rechts übertragen. Selbstverständlich können Sie einmal eingegebene RVG-Abrechnungszeilen mit dem Minus-Button auch jederzeit wieder löschen. Auch mit Doppelklick in die Hierarchie werden die Standardwerte der doppelgeklickten Ziffer in eine RVG-Abrechnungszeile übernommen. Achtung! Dies gilt auch dann, wenn bereits im Detailbereich Änderungen vorgenommen wurden. Die eingegebenen Werte werden also mit Doppelklick in die Hierarchie durch die Standardwerte überschrieben. Hier der 1,3-fache Satz anstelle des zuvor eingegebenen 2,5-fachen Satzes. Der RVG-Dialog beinhaltet viele Optionen und Hilfsmittel, die einerseits die Arbeit erleichtern, andererseits aber auch inhaltliche Bedeutung haben. Für einige Ziffern bestehen spezielle Optionen,
oder es sind weitere Eingaben erforderlich, die nur dann im Detailbereich auftauchen, wenn sie benötigt werden. Zum Beispiel die Anzahl der Mandanten für die Erhöhungsgebühr 1008. Weitere Beispiele für solche zusätzlich erforderlichen Eingaben finden sich bei den Dokumentpauschalen und Reisekostenabrechnungen 7000, 7003 und 7005. Ein rotes Dreieck vor dem Eingabefeld kennzeichnet eine Pflichteingabe. Eine Ziffer mit Pflichteingabefeld kann nicht durch Doppelklick in der Hierarchie in die Abrechnungszeile übernommen werden. Und auch der Plus-Button wird erst dann aktiv, wenn die Eingabe erfolgt ist. Für einige häufig benötigte RVG-Ziffernkombinationen existieren hier Voreinstellungen, mit denen gleich mehrere Ziffern in die RVG-Abrechnungszeilen übernommen werden können. Der RVG-Dialog zählt automatisch Instanzen und Angelegenheiten mit. Dies ist zum Beispiel für die automatische Berechnung der Telekommunikationspauschale 7002 und für die Anrechnungen von Bedeutung. Es werden auch Instanzen und Angelegenheiten für bereits in das Mandat übernommene Abrechnungszeilen mitgezählt. Sollte die automatische Zählung in seltenen Sonderfällen einmal unbrauchbar sein, kann sie durch langsamen Doppelklick auf das Eingabefeld auch manuell überschrieben werden. Durch Klick auf den Button Übernehmen werden die RVG-Abrechnungszeilen in die Abrechnungszeilen des Mandats übernommen. Mit den Abrechnungszeilen des Mandats können Sie verfahren wie mit allen anderen Abrechnungszeilen von TimeSensor Legal, also zum Beispiel wie in unserem Schulungsvideo 5.0 gezeigt, eine Rechnung erstellen. In der gedruckten Rechnung werden die RVG-Leistungen mit Bezug zum RVG-Gesetz und zur jeweiligen Leistungsziffer ausgewiesen. Um weitere Funktionen des RVG-Dialogs zu zeigen, räumen wir ein wenig auf und starten erneut die Eingabe mit dem RVG-Dialog. Besteht die Eingabe aus einer außergerichtlichen und einer gerichtlichen Leistungsziffer, so wird die außergerichtliche Leistung wie im RVG-Gesetz vorgeschrieben auf die gerichtliche Leistung angerechnet und automatisch als zusätzliche Leistungszeile eingefügt. Der automatische Instanzenzähler zählt von 0 außergerichtlich bis 1 erste Instanz. Der Angelegenheitenzähler zählt die beiden Angelegenheiten. War bereits ein Verfahren anhängig und es kommt zu einer außergerichtlichen Einigung, fragt TimeSensor die gegebenenfalls unterschiedlichen Gegenstandswerte in einem Dialog ab. Im Fall unterschiedlicher Gegenstandswerte führt TimeSensor automatisch die Differenzverfahrensgebühr, die entsprechenden Kürzungen nach Artikel 15.3 RVG und eine weitere Leistungszeile zur separaten Darstellung von gerichtlichem und außergerichtlichem Anteil der Einigung ein. Fügt man die Telekommunikationspauschale 7002 nicht für jede Angelegenheit separat, sondern nur einmal nach der Erfassung der Leistungszeilen zu allen Angelegenheiten ein, so berechnet TimeSensor anhand des automatischen Angelegenheitenzählers die tatsächlich abrechenbare Telekommunikationspauschale. Klickt man nach der Eingabe von mehreren Instanzen und Angelegenheiten auf den Übernehmen-Button, wird durch Dialoge abgefragt, ob man die Instanzen als Titelzeilen einfügen bzw. die Telekommunikationspauschale in der Rechnung zu jeder Angelegenheit separat ausweisen will. Beantwortet man beide Dialoge mit Ja, erscheinen die Instanzen als Titelzeilen der Abrechnungszeilen im Mandat und auf der Rechnung werden die Telekommunikationspauschalen für jede Angelegenheit separat ausgewiesen.